Vor 5 Jahren hatte ich einen Flug im Internet gebucht. Äußerst günstig, versteht sich. Abflug 5.30 Uhr. 5.30 Uhr. Morgens. Es war unbestreitbar ökonomisch richtig, den frühen Flug zu nehmen. Die praktische Umsetzung meiner Wahnsinnstat bekümmerte mich nicht im geringsten. Als heute um 3:30 der Wecker klingelte, bin ich selbst zum Opfer meines 5-Jahres-Planes geworden. Das Känguru hingegen ist quietschfidel, hat ganz laut Nirvana aufgedreht und hüpft dazu wie wild in meinem Zimmer auf und ab. Alter, sage ich, es ist 4 Uhr früh. Was hast du für einen Biorhythmus? Wir fliegen von Berlin-Schönefeld nach Berlin-Tegel. Wollen da im gleichnamigen See baden. Durch den Frühbucherrabatt war der Flug 1 Euro billiger als S-Bahn zu fahren. Als wir das Ticket für die S-Bahn zum Flughafen lösen, beschleicht mich der unangenehme Verdacht, irgendeinen Denkfehler gemacht zu haben. Am Flughafen gibt es zufällige, verdachtsunabhängige Intensivkontrollen und wie immer wird zufällig, verdachtsunabhängig, ausgerechnet das Känguru kontrolliert. Weil ich zufällig, verdachtsunabhängig, nicht so unverdächtig weiß, mitteleuropäisch aussehe? Exakt. Und nu? Fragt das Känguru. Was willst du von mir, Mann ohne Eigenschaften? Lernen Sie mal bitte Ihren Beutel. Wahnsinn, was es immer alles dabei hat. Kurt Cobains Tagebücher, eine Hängematte, eine Familienpackung Aspirin, rote Boxhandschuhe, eine Mao-Bibel, diverse Aschenbecher, einen alten Teddybär, ein Schlauchboot, 2 Packungen Schnapspralinen, mein MP3-Player. Ach, guck an! Mein MP3-Player. Das Känguru zuckt mit den Schultern. Ach, mein, dein. Das sind doch bürgerliche Kategorien. Ja, und jetzt noch den Beutel aufs Band, bitte, sagt der Mann. Das geht nicht, sagt es konsterniert. Den Beutel bitte aufs Band, wiederholt der Mann. Der ist angewachsen, sagt das Känguru. Der Beutel, sagt der Mann nochmal überdeutlich, muss aufs Band. Please put the beutel on the band. Geht nicht. Der Beutel muss aufs Band. So sind die Vorschriften, brummt der Mann. Das ist entwürdigend, ruft das Känguru, kurz bevor sein Kopf in der Durchleuchtemaschine verschwindet. Also ich kann nichts erkennen, murmelt die Frau hinter dem Bildschirm. Wir müssen das nochmal machen, sagt sie zum Känguru, als es auf der anderen Seite wieder rauskommt. Und drehen Sie den Beutel bitte nach oben. Ihr habt ja wohl einen Arsch offen. Ich blicke das Känguru flehend an. Es schnaubt böse, hüpft vom Band, stampft wieder zurück und legt sich nochmal andersherum drauf. Kann ich schon durchgehen, frage ich. Schuhe aus, Hut ab, Jacke weg, Gürtel auf, Pullover runter, sagt der Mann. Als das Känguru wieder ganz in der Maschine drin ist, hört man seltsame Geräusche und plötzlich ist das Bild auf dem Monitor verschwunden. Der Kopf des Kängurus wird unter dem schwarzen Gummivorhang vorgeschoben. Und was meinen Sie, Doktor? Ist es was Schlimmes? Ich habe mich derweil komplett ausgezogen und frage, ist gut so? Oder soll ich noch die Haare wegrasieren? 4 Tage später werden wir aus der Untersuchungshaft entlassen. Nachdem das Känguru erfolgreich argumentiert hat, es sei nur an den Kabeln hängen geblieben. Während ich mich damit entschuldige, nur die Anweisung in vorauseilendem Gehorsam zu Ende gedacht zu haben. Wir werden ins Flugzeug gesetzt, 3 Minuten später landen wir in Tegel. Das Känguru ist aber immer noch mies drauf, weil es für seinen Beutel auch noch 10 Euro Gepäckzuschlag bezahlen muss.